Zurück bei Blossom Tales gehen wir jetzt mal ganz kurz hier rein, denn wenn wir auf die Karte gucken, und zwar nicht auf die, sondern auf eine andere, sehen wir erstmal, hier gibt's Essen. Oh, hier gibt's Essen. Was, ich, ach ja, stimmt ja, ich kann ja jetzt schießen. Boah. So, also, wenn wir auf die Karte gucken, ich habe eben gerade noch kurz vorher geguckt, müssen wir nach hier oben. Und das ist mir jetzt irgendwie gerade ein bisschen zu einfach, oder? Aber gut, wir wissen ja noch nicht, was uns da erwartet. Wow. Dieses Ding hier haut ganz schön zu. Ich weiche mal schnell nach rechts aus. Wir müssen ins Ödland. Okay. Also wahrscheinlich gibt es hier viel mehr Anspielungen, viel mehr zu entdecken, als einem lieb ist. Aber gut. Oh, da kommen wir nicht lang. Kann ich jetzt eigentlich immer schießen oder brauche ich immer volle Energie, so wie bei The Legend of Zelda? Ich finde das voll krass hier gerade. Aha. Will ich das denn schaffen? Na komm. Okay. Ah, halt, wartet. Der braucht am längsten. Und dann war es doch. Wäre doch gelacht gewesen, wenn ich das nicht geschafft hätte. Lilly fand einen Sonnenschein im Glas. Wenn sie sich den Trank genehmigt, wird sie für kurze Zeit unverwundbar. Oh nein, ich wollte nicht runterfallen. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Oh weia. Wo bin ich hier? Was ist das hier? Wo sind wir hier? Ist das hier ein... Nee, das ist kein Dungeon. Aber das ist ein geheimes Versteck der Orks. Also irgendwas hat es hier mit den Orks auf sich. Und der da? Der hat sogar... Hat sogar einen Hammer gehabt. Und der hat auch einen Hammer. So, das ist eine Ratte. Moment. Na, komm, mach auf. Hat doch auch irgendwas damit zu tun, oder? Der sieht mir einfach zu... Ah ne, den haben sie öfters hier. Okay. Und hier ist noch ein Höhlenausgang. Wo sind wir hier? Na. Ich wollte gerade sagen, wieso überlebst du? Wow. Ich frage mich gerade wirklich, wo ich bin. Weil das hier sieht nicht aus wie das Ödland. Na komm her, kleine Ratte. Der weg. Der weg.
Oh. Hi. Tschüss. Nö. Gib mich eine halbe Energie. Es fehlt mir echt eine halbe Energie. Und die muss ich jetzt erstmal finden. Mein Herz, da ist es. Ha. Jo, also damit bin ich echt overpowered. Fällt mir gerade mal so auf. Problem ist jetzt, wie komme ich jetzt hier lang? Ohne. Na komm. Geht doch. Ja. Na komm, du blöde Ratte. Ich hätte gerne wieder ein bisschen Energie. Nein? Okay, gut. Mit Energie war es auch zu schön. Herz? Nein. Auf Weiher. Boah. Na komm. Na. Weg mit euch. Wir sind hier in einem Diebesversteck oder was? Guckt euch das an, was wir hier alles bekommen. Boah. Münzen. Überall nur Münzen. Aber wer brauchte jetzt den Sonnenschein? Wer war denn das nochmal? War der nicht in dem Dungeon drin? In dem Dungeon drin war er nicht, aber er war kurz vorm Dungeon, ne? Wenn ich das jetzt mal wüsste. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, oder? Oh, komm. Wollte gerade sagen, jetzt mach die. Mach die Wand kaputt. Mach die Wand kaputt. Die nächste Höhle. Okay. Und da? Sind das Fledermäuse? Oh. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass hier irgendwie eine Fledermausflut ist oder so, ne? Aber. Toll, da war nichts. Boah, hallo. War klar, die letzte Fledermaus, die muss mich natürlich erwischen. Keine Fledermaus davor, aber jede Fledermaus danach, ne? Nein. Na, du blöder Fledermaus. Guckt euch das an, was da für Fledermäuse sind. Füllt sich meine Energie selber wieder auf, oder was ist das? Na komm. Na, komm. Komm ein bisschen näher, komm. Jawohl, so ist lieb, so ist lieb. Wow, wow. Boah, nein. Geschafft. Wow. Nein, sie haben mich runtergeworfen. Die Fledermäuse haben mich runtergeworfen. Das sind böse Fledermäuse. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so böse, abgrundtief böse sind, dass sie mich in den Abgrund werfen. Habt ihr verstanden? Abgrundtief böse, Abgrund. So. Nein. So. Schön vorsichtig hier lang. Und weg. Fällt mir gerade auf. Den Trank, den sollte ich jetzt erstmal nicht nehmen. Ich nehme da lieber den Bumerang. Der Bumerang ist, glaube ich, da ein bisschen effektiver. Oh, komm her. Oh, jetzt hat das Herz nicht eingesammelt. Ich glaub's ja nicht. Aber wo bin ich denn hier?
Brains. Ich frag mich, welche diese Zombie hinkommen. Ich frag mich, wer so bescheuert ist und da runterfällt. Ach stimmt, ich war's. Stimmt ja. Wie konnte ich das nur vergessen, dass ich das war? Ich meine, wer sonst ist so schlau? Danke. Jawohl, und Feuer. Ach nö, jetzt ernsthaft? Und Feuer. Ach, einer hat überlebt. Tschüss. Na komm. Na, gucken wir mal, was da unten ist. Und ein bisschen cool ist da ja. So, dann gehen wir mal wieder nach oben. War die falsche Taste gedrückt. Nein. Oh, mein Bumerang kommt sogar wieder zu mir zurück. Hier lang sogar. Obwohl ich runtergefallen bin. Was ich schon wieder gemacht habe. Ich falle gerne runter. So. So passt es besser. Brauche ich jetzt nicht. Na komm. Weg da. Wischt euch, ihr ganzen Elite-Dinger. Während sie aus der Höhle herausschritt, erblickte unsere Heldin zum ersten Mal das gefürchtete Ödland. Es war wirklich der Weg zum Ödland. Wow. Aber jetzt möchte ich doch erstmal gucken. Blütenschloss, Südblüten. Blütenschloss, Golem. Wo ist denn das? Keuchende Moore. Wollte ich da hin? Nope, das war's nicht. Pinienzapfingen. Da wollte ich hin. Ich habe jetzt nämlich sehr viele Brains. Ich muss nur wissen, welcher wollte hier die Brains haben. Nee, das ist der. Der will Kohle von mir, das mag ich nicht. Ich mag das nicht, wenn Leute Kohle von mir wollen. So, und was warst du für einer? Viele Ritter sind hier durch den Ort gekommen, aber sie sind schon eine ganze Weile verschwunden. Nee, dich wollte ich auch nicht. Heißt also, das ist der falsche Weg hier, oder? Der will diese Zombie-Dinger haben. Da oben war jetzt nichts, oder? Ich muss hier echt mal überall reingucken. Bringt ja nichts, immer wegzurennen. Ist das nicht seltsam? Ich bin einer der wenigen Leute hier mit einem Namen. Was? James. Hä? Echt? Hatten die anderen jetzt keine Namen? Gut, ich habe in den letzten Folgen wirklich wenig mit Leuten gesprochen, muss ich mal dazu sagen. Oh, hier gibt's eine Truhe. Ich raub euch mal ganz kurz aus. Oh, was für ein Zufall. Du bist zur falschen Zeit gekommen. Die gefrorenen Leichnamen der Mönche, die einst hier im Tempel lebten, erwachen wieder zum Leben. Ja, ach. Warum wohl? Weil ich sie befreit habe. So, nee, hier bin ich also auch komplett falsch. Das heißt, ich muss mal wieder runter. Postwurzschrein. Was ist der? Kann sein, dass es hier war, wo ich das suche. Ich suche dieses eine kleine Haus, das ich gefunden hatte.
Frage ist jetzt halt nur, wo war dieses Haus? Es war irgendwo auf dem Weg hierhin, das weiß ich. Problem ist nur, wo war es? Ah, kommt. Ernsthaft? Jungs, lasst mich in Ruhe. Was hier oben? Ach nee, das war aber, glaube ich, bei den heißen Quellen, ne? Wo waren die heißen Quellen? Waren die hier? Nee, die waren da. Und da links ist das Haus, wo ich hin will. Was ist denn hier? Okay. Was ist denn hier? Außer auf meinem Skelette ist hier jetzt gerade nichts. Oder Zombies. Brains. Haben wir genügend. Brain. Leute, ich habe 120 Brains. Halt, da kann ich was graben. Das habe ich jetzt gerade natürlich zu spät gesehen. Dann gucken wir mal ganz kurz, was ich denn hier graben kann. Ah, komm. Oh, Kohle. Aber wo konnte... Kann ich jetzt hier Brains geben? Nervt es langsam mit dem Brains. Nervt mich auch. Was hier? Nein, ein weiter. Aber hier ist die Höhle schon mal, die ich gesucht hatte. Auch gut. Dann ist ja mal runter. Genau. Das ist das Haus. Wir wollen doch dieses Sonnenschein-Ding haben, oder? Ne, das ist auch nicht. Wo ist denn mein Sonnenschein-Boy? Der kommt dann noch da. Alter! So. 123 dieser Hirne. Jetzt hier wieder hoch. Ja, hier ist er. Er wollte das Sonnenschein-Ding. Oh, ihr habt einen Sonnenschein im Glas in eurer Tasche. Tauscht ihn euch mit einer Belohnung, okay? Danke dir, du Jungspund. Hier, für dich. Okay. Mir noch zwei. So, das haben wir. Jetzt brauche ich immer noch den Ort mit den Brains. Und da geht es auch noch runter. Ich guck mal, ob ich bei den Quellen links lang kann. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Bleibt immer schön knusprig, flockig, wie auch immer. Haut rein. Tschüss.